Sowas hätte Jan nie für mich gemacht. Dafür war er nämlich viel zu cool. Das ist meine Nummer. Okay, ich habe sie wiedergefunden. Siehst du? Sie heißt Anna. Ich habe sogar die Telefonnummer. Hast du gut gemacht. Was ist eigentlich mit unseren ganzen Sachen hier? Alle sind rausgeschmissen. Wer? Wer? Die Mieter hier. Die Amerikaner hier. Wir haben doch die Miete immer pünktlich bezahlt. Onkel, ich hab dir doch das Geld immer gegeben. Ja, aber wenn ich die Miete pünktlich bezahle, wenn ich alles bezahle, dann bleibt nichts für mich übrig. Man muss auch ein bisschen Freude haben im Leben. Man muss doch auch ein bisschen Spaß haben, verdammte Scheiße. Woher soll ich denn wissen, dass die gleich immer ernst machen hier? Ja, und was jetzt? Jebiger, was jetzt? Keine Ahnung, was jetzt. Ich gehe zu Pamela, du gehst, wie heißt sie? Anna. Du gehst zu Anna, ey. Das Schicksal meint es gut mit uns beiden. Was ist hier los? Ich hab sie doch gerade erst kennengelernt. Ich kann doch nicht einfach da mit den ganzen Sachen hingehen. Kann ich nicht mit zu Pamela? Stilocert. Hat dir irgendjemand ins Gehirn geschissen? Weißt du, was Pamela zu mir gesagt hat? Sie hat gesagt, wenn du noch einmal mit der ganzen Familie zu mir kommst. Wenn du nur mit einmal mit der ganzen Familie zu mir kommst, schmeiß ich raus. Willst du das? Ja, siehst du. Du brauchst mich doch nicht. Guck dich an, ey. Guck dich, du bist so ein Tier, ey. Du bist Bruce Lee. Du siehst gut aus. Und es ist Sommer und du bist verliebt. Was brauchst du mich? Ich bin ein alter Mann. Guck mich an. Komm, lass uns gehen. Dann sag mir, was jetzt noch passieren soll. Nenn mir eine Sache, für die es sich lohnt. Wir heiraten. Ja. Du spinnst. Auf zwei weißen Pferden. Bunt geschmückt, wie bei den Zigeunern. Das habe ich mir immer schon gewünscht, Anna. Wir brauchen nur noch zwei Trauerzeugen. Und jemanden, der eine Rede um die Liebe hält. Ich weiß auch schon, wer. Das heißt Trauzeugen, nicht Trauerzeugen. Anna? Willst du mich heiraten? Wieso?